In diesem Tutorial werden wir uns mit ein paar Grundlagen bzw. Grundregeln der Differentialrechnung beschäftigen, und zwar die Potenzfaktor- und Summenregel. Zu der ersten Regel, und zwar die Potenzregel. Ich werde jetzt ein bisschen ungewohnt an die Sache rangehen. Das bedeutet, ich zeige euch zuerst anhand eines Beispiels, wie das Ganze funktioniert, und danach schauen wir uns die allgemeine Regel an. Also, wir haben links abgebildet die Funktion x hoch 4. Also, einfacher könnte ich kaum anfangen. Das Prinzip sehr einfach, diese Hochzahl, die 4, kommt dann vor dem x mit mal nach vorne. Also, kurz gesagt, wir ziehen die 4 nach vorne. Und dann aus dieser Hochzahl, aus dieser 4, wird 1 abgezogen. 4 minus 1, jeder kann nachvollziehen, es ist einfach 3. Wenn wir uns jetzt die Regel allgemein anschauen, dann lautet sie wie folgt, x hoch n, das entspricht unser x hoch 4, also n geht mit mal nach vorne und dann aus der alten Hochzahl wird einfach 1 abgezogen. Das ist dann die allgemeine Regel. Zu der Faktorregel. Wieso heißt das überhaupt Faktorregel? Damit ist die Konstante hier vor dem Variabel gemeint, also die 3. Die 3 wäre dann in diesem Fall der Faktor. Und vom Prinzip her ist es nicht anders als vorher. Wir bringen die 4 nach vorne und natürlich wird sie mit der 3 multipliziert. Also ausführlich geschrieben haben wir 3 mal 4 mal, und das kennen wir schon, x hoch 3. Also zusammengefasst sind das dann entsprechend 12x hoch 3. Die allgemeine Formel sieht dann wie folgt aus. Die Konstante ist diese rote a vorne, also n geht vor, wird mit der a multipliziert hier an dieser Stelle und dann ziehen wir wieder von der alten Hochzahl 1 ab. Jetzt zu der letzten Regel, die ich hier vorstellen möchte, und zwar die Summenregel. Wir haben eine Funktion f von x gegeben. Ihr merkt, sie ist ein bisschen gewachsen. Kurz gesagt, sie besteht aus mehreren Teilfunktionen. Also wir haben hier eine Teilfunktion, dann haben wir hier eine Teilfunktion und hier eine Teilfunktion. Die Summenregel besagt, jede einzelne Funktion wird auch einzeln abgeleitet. Das bedeutet, x hoch 4 abgeleitet sind dann 4x hoch 3. 2x, wir erinnern uns, hier steht eigentlich ein x hoch 1, also die 1 kommt nach vorne, dann haben wir praktisch 2 und die neue Hochzahl ist x hoch 0. Und irgendwas hoch 0 ist immer 1, also bleibt nur eine 2 übrig. Und minus x hoch 3 sind dann entsprechend minus 3x hoch 2. So, wenn man sich die Regel anschaut, dann merkt man auch hier bei dem Aufbau, ich habe jetzt so wie links abgebildet drei Teilfunktionen genommen und jede einzelne Funktion wird für sich abgeleitet. Das besagt die Summenregel. Wenn ihr euch bis jetzt denkt, chillig, das geht ja voll, stimmt ja auch teilweise, allerdings man kann die Sachen auch ein bisschen verkomplizieren. Deshalb steigern wir uns jetzt mit dem nächsten Beispielaufgaben. Als erstes, ganz normal, eine Funktion f von x, nichts Besonderes. Ich bringe nur ein paar Brüche rein in die Sache. Ja, Brüche sind sehr beliebt. Also, die 3 geht nach vorne. Sie wird natürlich mit der 1 Drittel multipliziert. Ich schreibe es zuerst ausführlich aus. Also 1 Drittel wird mitgenommen, das ist unser Faktor. Dann mal 3 und dann gefolgt von x hoch 2. Minus 5x, wir erinnern uns an den x hoch 1 von vorher, bleibt ja nur minus 5 übrig. Und konstante Terme oder alleinstehende Zahlen verschwinden immer beim Ableiten. Also die 19 abgeleitet ist einfach 0. Da schreibe ich natürlich nicht mehr hin. Was wir noch machen könnten hier, ist ein bisschen zusammenfassen. Die 3 kürzen sich weg, also bleibt letztendlich nur noch x² minus 5. So, in einem zweiten Beispiel habe ich die Sache noch ein bisschen verkompliziert mit negativen Hochzahlen. Grundsätzlich ändert sich gar nicht, wir müssen nur auf diese negativen Hochzahlen und Exponenten aufpassen. Also, die minus 2 kommen nach vorne, dann habe ich 4 Drittel mal minus 2 x hoch, und jetzt aufpassen, wenn wir 1 abziehen, dann sind wir bei minus 3. Genau die gleiche Taktik auch hinten, die minus 1 kommt zu dem minus 5 nach vorne. Und die neue Hochzahl, wenn wir wieder 1 abziehen, ist natürlich minus 2. So, das könnte man auch noch ein bisschen zusammenfassen. Hier vorne, die minus 2 wird mit der 4 multipliziert, also haben wir minus 8 Drittel, x hoch minus 3. Und hier hinten haben wir dann plus 5, x hoch minus 2. Nach dem Motto, schlimmer geht's immer, ist es schließlich Mathe, schauen wir uns die nächsten Beispielaufgaben an.
Es gibt natürlich Funktionen, die man nicht direkt ableiten sollte, sondern die benötigen eine kleine Umformung im Voraus. Und deswegen bei diesem ersten Beispiel. Also, ich werde jetzt nicht gleich die Funktion ableiten, sondern zuerst umschreiben. Ungünstig ist die Tatsache, dass x unter dem Bruchstrich steht. Man nennt diese Art von Funktion auch gebrochennationale Funktion, aber das ist Nebensache. Dieses x bzw. dieses x hoch 2 muss man nach oben ziehen, zu dem Zähler, also zu der 2. Und das macht man nach einer Potenzregel, indem man einfach das Vorzeichen bei dem Exponenten ändert. Also, wenn dieses x hoch 2 nach oben wandert, dann wird es zu einer x hoch minus 2. Und genau die gleiche Taktik auch hier hinten. Und zwar, wir ziehen diese x hoch 1 nach oben und dann haben wir 1 mal x hoch minus 1. Jetzt sehen die Terme fertig zum Ableiten aus. Also legen wir los. Die minus 2 kommt vor, dann haben wir minus 4, x hoch minus 3. Und hier kommt die minus 1 nach vorne, also plus 1 oder, das kann ich auch weglassen, x hoch minus 2. Meistens ist es aber auch wünschenswert, dass man wieder sauber darstellt, also mit positiven Exponenten. Deshalb müsst ihr am Ende nochmal dieser x'er unter dem Bruchstrich bringen. Das bedeutet, die minus 4 bleibt oben und dann wandert die x hoch minus 3 nach unten, wird zu einer x hoch 3. Und genauso hier an dieser Stelle, hier bleibt die 1, die hier vor dem x ist, oben durch x hoch 2. In unserem nächsten Beispiel wollen wir die Wurzelfunktion ableiten. An dieser Stelle gehe ich davon aus, dass nicht jeder die Potenzregel aus der 8. Klasse noch in Erinnerung hat. Deswegen eine kleine Ergänzung hier rechts an der Seite. Also, in der 8. Klasse hat man gelernt, dass man praktisch jede Wurzel in einen Term mit einer rationalen Hochzahl umschreiben kann. Das bedeutet mit einer Bruchhochzahl. Also, wir erkennen, die Hochzahl von x geht zu dem Zähler. Und der gerade Wurzel, das ist die n-te Wurzel, geht zu dem Nenner. Auf diese Weise kann man natürlich auch eine normale Wurzel umschreiben. Müssen wir nur wissen, der Grad einer normalen Wurzel, wenn nichts da vorne steht, ist immer 2, deshalb heißt sie auch die quadratische Wurzel. Und x hat natürlich die Hochzahl 1. Also nach dieser Vorgabe können wir das Ganze als x hoch 1/2 umschreiben. Und das nutzen wir natürlich auch an dieser Stelle, um diese Funktion abzuleiten. Nach der Potenzregel, die wir bereits besprochen haben, wandert diese 1/2 nach vorne. Und die neue Hochzahl von x, kurz aufpassen, hier haben wir 0,5, dann ziehen wir 1 ab, dann sind wir bei minus 0,5. Also als Bruch geschrieben minus 1/2. Wenn man möchte, kann man das natürlich noch ein bisschen sauberer darstellen. Das bedeutet, wir bringen dieses x wieder unter den Bruchstrich. Da befindet sich bereits die 2 und dann zu der 2 kommt noch das x hoch 1/2 und x hoch 1/2 ist wiederum die Wurzel. Also so würde der Term zusammengefasst am Ende aussehen. In unserem letzten Beispiel werden wir uns eine besondere Aufgabe anschauen. Diejenigen von euch, die in der Oberstufe zum Beispiel die Quotientenregel behandelt haben, würden sagen, man kann hier mit der Quotientenregel ableiten. Ja, man kann es, aber das ist nicht der Sinn der Sache. Es geht auch viel, viel einfacher. Und zwar, man macht Folgendes. Man zerlegt erstmal diese Funktion in einzelne Terme. Wir haben einen großen zusammengesetzten Bruch. Deshalb müssen wir zuerst erkennen, okay, den kann man auch wieder zerlegen in einzelne Brüche. Entsprechend werden dann hier 3 Brüche entstehen. Und zwar, wir werden dann x hoch 3 durch x hoch 2 haben, minus 2x² durch x hoch 2 und plus x durch x hoch 2. Und die gute Nachricht ist, nach dieser Zerlegung kann man kürzen. Zum Beispiel x hoch 3 durch x hoch 2 kürze ich komplett weg und hier oben bleibt nur eine x oder x hoch 1. Hier kürzen sich die x hoch 2 weg und dann bleibt nur die minus 2 übrig. Und an dieser Stelle bleibt die obere 1 übrig und hier unten x hoch 1. Also, was am Ende übrig ist, x minus 2 plus 1 durch x. Die ersten zwei Terme sind schon bereit für die Ableitung. Den hinteren müssen wir noch ein bisschen umschreiben. Und zwar wieder nach oben ziehen. Dann wird es zu x hoch minus 1. Und jetzt, nach dieser nicht so kurze Umformung, können wir endlich ableiten.
Also, x abgeleitet, wir nennen uns, hier steht eine 1 davor, ist natürlich 1. Die minus 2 fällt weg und bei dem hinteren Term kommt die minus 1 nach vorne und die neue Hochzahl ist minus 2. Sauber dargestellt wäre das 1 minus 1 durch x². Also, so geht es manchmal auch. So kann man auch ein bisschen für kompliziertere Aufgaben diese Grundregel benutzen. Zum Schluss noch ein paar gut gemeinte Hinweise. Erstmal aufpassen beim Rechnen mit Brüche. Zweitens aufpassen beim Rechnen mit negativen Exponenten. Drittens, Umschreiben von Wurzeln ist vorteilhaft für die Berechnung. Das alles haben wir bereits gesehen in den Beispielen, die wir oben zusammengerechnet haben. Und noch ein Hinweis für die Oberstufe, weiterführende Ableitungsregel wie Ketten oder Produkt- oder Quotientregel findet ihr in der gleichen Playlist.